Ja, ihr habt richtig gelesen, ich verkaufe mein iPhone 12 Pro. Und nicht etwa, weil mir das Smartphone nicht gefällt oder weil ich irgendwie nicht damit zufrieden bin und auch nicht, weil ich zu einem Android-Smartphone wechseln möchte, also keine Sorge. Nein, der Grund ist wesentlich kleiner. Er ist genau ein iPhone 12 Mini groß, denn ich muss zugeben, dieses Smartphone hat es mir einfach angetan. Ich, wie viele andere auch vermutlich, haben das iPhone 12 Mini am Anfang etwas belächelt, denn ja, ich fand die Idee von Apple ziemlich cool, endlich mal ein kleines und handliches Smartphone wieder auf den Markt zu bringen. Für mich selbst habe ich mir dann jedoch gedacht, das ist doch bestimmt ein bisschen zu klein. Doch dann habe ich irgendwann meinen Kumpel Jonathan besucht und hatte dort das iPhone 12 Mini das allererste Mal in der Hand und war einfach echt beeindruckt. Ich fand es toll, wie klein und kompakt dieses Smartphone war und wie schön es sich mit einer Hand bedienen lässt. Und ich habe die letzten Tage und Wochen deswegen sehr, sehr häufig darüber nachgedacht, ob ich mir nicht doch lieber hätte das iPhone 12 Mini kaufen sollen. Und nun ja, heute ist meine Entscheidung gefallen. Ich habe mir das iPhone 12 Mini soeben bestellt und es wird am Montag hier eintreffen und dann Anfang des Jahres werde ich mein iPhone 12 Pro verkaufen. Und die Hauptgründe dafür waren halt schlichtweg, dass das iPhone 12 Mini so schön klein und kompakt ist. Aber das Ganze hat auch noch eine andere Ursache, denn ich habe bei mir selbst einfach festgestellt, wie viel Zeit ich vor meinem Smartphone verbringe und dass das eigentlich schon nicht mehr wirklich gesund ist. Ich verbringe im Durchschnitt, würde ich schätzen, 4-5 Stunden am Tag vor meinem Smartphone, was unheimlich viel Zeit ist, die irgendwo auch ein bisschen verschwendet ist. Und dementsprechend freue ich mich sogar darauf, dass das iPhone 12 Mini etwas minimalistischer ist und auch, dass der Akku im iPhone 12 Mini etwas kleiner ist und ich dementsprechend etwas mehr darauf achten muss, was ich mit diesem Smartphone mache oder auch nicht mache. Und ich hoffe vor allem auch, dass mich die kleine Größe etwas dazu bringt, es wirklich etwas seltener zu benutzen und dass ich quasi meinen Handykonsum wieder etwas mehr auf das Wesentliche reduziere. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf und ich muss auch immer wieder sagen, ich finde das iPhone 12 Pro ist definitiv kein schlechtes Smartphone. Ja, ich würde den meisten Leuten tatsächlich empfehlen, lieber das iPhone 12 zu kaufen, wenn sie ein iPhone dieser Größe haben wollen, aber das iPhone 12 Pro hat auch einfach ein paar Sachen für sich. Für mich hat es jedoch nicht ausgereicht, um mich wirklich letzten Endes voll davon überzeugen, weswegen ich jetzt auch einfach auf das iPhone 12 Mini wechsle. Dennoch wird es noch ein kleines Video geben, bevor ich das iPhone 12 Pro dann verkaufe. Und zwar werde ich noch einmal meine 5 besten Gründe für das iPhone 12 Pro in einem Video zusammenfassen. Und dann sage ich Tschüss und freue mich unheimlich auf das iPhone 12 Mini. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr euch eins der neuen iPhone-Modelle dieses Jahr gekauft habt und welches es war und was ihr vom iPhone 12 Mini so generell haltet. Ich freue mich auf jeden Fall, es auszupacken. Das werde ich auch wieder mit euch zusammen tun, auch wenn es einfach schon unheimlich viele Unboxings zu diesem iPhone auf YouTube gibt. Ich freue mich dennoch drauf und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder in diesem Video. Macht's gut, ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, habt ein frohes Fest und vor allem bleibt gesund.